Ich weiß, was Sie denken. Wie um alles in der Welt konnte ein abgehalfterter 52-jähriger Vertreter für Milchshake-Mixer ein Fastfood-Imperium mit 1600 Restaurants und einem Jahreseinkommen von 700 Millionen Dollar aufbauen? Ein Wort. Beharrlichkeit. Was kann ich für Sie tun? Hey, John. Hey, wie laufen die Verkäufe? Gut, klasse, viele Interessenten. Wir haben eine Bestellung reinbekommen, 6 Mixer. Irgendein spezieller Kunde? McDonald's. Kleine Führung gefällig? Wir wollten etwas anderes machen und da hatte mein Bruder hier eine seiner brillanten Ideen. Bei uns ist Ihre Bestellung in 30 Sekunden fertig, nicht in 30 Minuten. Einzigartig, originell, es gibt nichts Vergleichbares. Ist das revolutionär? Ganz genau, das ist es, revolutionär. Was ist das? Goldenen Böden. Dadurch ist der Laden schon von Weitem zu sehen. Es sollte überall ein McDonald's geben. Machen Sie ein Franchise draus. Mr. Kraft. Franchise, Franchise, Franchise. McDonald's wird zu Amerikas neuer Kirche. Und die hat nicht nur sonntags geöffnet, Junge. I am flesh and I am bone. Rise up, ting, ting, like glitter and gold. Wie kann es sein, dass wir kein Geld mehr haben? Hast du wirklich unser Haus beliehen? Wir könnten alles verlieren. Ich will meinen lausigen Vertrag neu aushandeln. Kann ich nicht tun. Sie können nicht oder wollen nicht? Was? Nein. Verdammt. Was Sie tun sollten, Sie sollten das Land kaufen, auf dem die Burger gebraten werden. Sie sind nicht im Burgergeschäft. Sie sind im Immobiliengeschäft. Franchise Realty Corporation. Die Firma ist unabhängig und deshalb außerhalb ihres Geltungsbereichs. Da ist ein Fuchs im Hühnerstall und wir haben ihn reingelassen. Wann hast du jemals genug? Wahrscheinlich nie. Sie werden damit unverzüglich aufhören. Von Ihnen nehme ich keine Befehle mehr entgegen. Wir haben einen Vertrag. Verträge sind wie Herzen. Sie müssen gebrochen werden. Wirtschaft ist Krieg. Fressen oder gefressen werden. Ich werde die Zukunft verändern. Ich will gewinnen. Die Brüder sind Ihre Geschäftspartner. Sorgen Sie dafür, dass sie verschwinden. Egal wie. Ein glorreicher Name, McDonald's. Ich will ihn haben. Den werden Sie nie bekommen. Glauben Sie das wirklich? Das war der Trailer zu The Founder, den uns Blended Film voraussichtlich ab dem 20. April 2017 in die deutschen Kinos bringt. Und ich finde, der Look ist cool, das Ganze ist ein Biopic. Die sind leider Gottes in Deutschland oft nicht so viel besucht im Kino. Aber ich freue mich in erster Linie, Michael Keaton wieder auf dem Kino zu sehen. Seit Birdman traut man dem wieder richtig große Rollen zu. Zuletzt in Spotlight, in Spider-Man Homecoming wird er zu sehen sein und dann hier auch in The Founder. Und es ist eben die wahre Geschichte von Ray Kroc, einem Mann, der als Milchshake-Maschinenvertreter war, dessen Job aber eher ihn gerade einigermaßen über Wasser halten konnte. Aber eines Tages trifft er eben auf die Brüder McDonald, die herausgefunden haben, wie man besonders effizient in dem eigenen kleinen Burger-Restaurant Burger servieren kann. Kurz nach der Bestellung bekommt man sie. Man muss nicht, wie wir im Trailer hören, 30 Minuten warten, sondern 30 Sekunden hat man seine Bestellung und Zeit ist Geld. Und darin erkennt Ray natürlich einen absoluten USP, also Unique Selling Point, eine Sache, die man vermarkten kann, die man groß machen kann, die man zu einem Franchise entwickeln muss, setzt Verträge auf, aber findet sich als Teil einer Maschinerie wieder, in der er sich betrogen fühlt und beschließt eben selber in der Wirtschaft zu sagen, fressen oder gefressen werden und den Spieß umzudrehen. Der Trailer wirkt relativ kapitalistisch brutal. Klar, McDonald's steht wohl kaum wie ein zweites Unternehmen, auch für diese Richtung, aber trotzdem hat er so eine gewisse magische Art, dass ich mir sagen würde oder sage, ich muss diesen Film unbedingt sehen, weil ich mich auf Michael Keaton unbedingt freue, weil ich Biopics eigentlich gerne sehe und so Gründergeschichten ja auch irgendwo immer so ein Unternehmertum darstellen, weswegen es so eine gewisse Faszination auslöst. Ich mag grundsätzlich auch den Look, der hier aufgegriffen wird im Film, im Trailer. Was ich ein bisschen kritisch finde, ist, dass Glitter and Gold als Song drunter liegt, weil der gehört eigentlich eher zum Film Gold, ist auch gerade für den Golden Globe nominiert worden. Dieser Song, den jetzt hier in einem anderen Trailer wiederzufinden, ist für mich so, okay, nur weil der so geil ist, Leute, der gehört gerade einfach ein bisschen mehr zu einem anderen Film als zum Trailer von The Founder. Das ist aber zumindest eher meine Meinung an dieser Stelle. Ansonsten kriegt mich dieser Trailer, ich freue mich darauf, auch wenn es eher vielleicht Kino für Cineasten ist, glaube ich, dass der Film ziemlich gut sein kann. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Was sagt ihr denn zu dem Trailer? Sagt ihr ebenfalls coole Nummer, bin ich gespannt oder so gar nicht euer Ding, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.